etwa eine Stunde weitergefahren, ne, von unserem alten Stellplatz. Ja. Nach? Remula. Okay, Remula. Okay. Nicht die Remoulade. Die Remoulade. So, den ganzen Vormittag, Mittag und Nachmittag. Was trocken? Haben wir, nee, auch nicht unbedingt. Haben wir aber erstmal weggeschillt. Genau, weil morgen geht's weiter. Ja. Also mit dem Fahrrad. Oh, warte mal, guck mal da. Das ist die Rhone. Nee, die Gardon. Der Gardon. Glaube ich. Okay. Ich bin mir nicht sicher. Ich werde es verifizieren nochmal. Ja, wir werden auf jeden Fall jetzt. Ja, hat zwischendurch immer wieder mal geregnet. Jetzt regnet es auch gerade. Kann man ja unschwer erkennen. Wir sind jetzt auf dem Weg in der Stadt. Christine, was? Ja. Christine hat einen Burgerladen ausgemacht. Da gehen wir jetzt erstmal was essen. Und dann ist auch, ja, Netflixen, oder? Jawohl. Sieht man dich überhaupt? Weiß ich nicht. Kapuzen-Joe. Ja. Wir wollen uns auf jeden Fall noch mal kurz melden, dass wir jetzt an den neuen Stellplatz angekommen sind, oder? Ja. Kann man sogar von da aus sehen. Ja. Rempel mich ruhig um, ist kein Problem. So, lass uns jetzt mal Gas machen, sonst sind wir gleich klatschnass. Bonjour. So, wir sind guten hier. Morgen. Guten Morgen. Ja, guten Mittag eigentlich. Guten Mittag. Ja, wir sind jetzt hier in Remoulin. Wir haben gestern ja noch mal kurz in die Stadt und haben uns da einen Burger geholt. War sehr lecker. Ein ganz kleiner, winzeliger Laden. So, jetzt gehe ich mal hier rum, damit man mal hier sieht, wo wir stehen. Da drüben ist die Altstadt. Und das ist La Gardon. Und wir fahren mit dem Fahrrad zur Pont du Gard. Die Sonne scheint heute wieder, wunderbar. Alles richtig gemacht, würde ich mal sagen. So, Schätzchen macht sich noch fertig. Nee. Ich brauche irgendwie noch einen Akku. Hast du gar keinen Akku drin? Oder aufgeladen. Hatten wir schon mal gehabt. Und aufgeladen. Ja. Ja, genau. Da bin ich aber schon 150 Kilometer weitergefahren. Ich denke mir, was tritt das Ding in sich so schwer? Oder hier der Tacho ging auch nicht. Ist das kaputt? Ist kaputt. Und dann denke ich mir, ach guck mal, mach mal einen Akku rein. Dann geht's. Tja, so, herrlichstes Wetter. Hast du alles erklärt? Hab, glaube ich, alles erklärt. Also der Platz ist hier abends rappelvoll, kein Platz mehr zu kriegen. Und dann ist morgens früh, wupp, 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 sind die plötzlich wieder alle weg. Aber jetzt sind wieder genug Plätze frei. Mal schauen, wie das heute Abend aussieht. Ja, wird wahrscheinlich wieder voll sein, ne? Ja. Die Fähr- und Entsorgungsstation, die ist außerhalb von dem Platz, die ist vor dem Platz. Ist auch nicht ganz so doof gemacht. Ja, ist vielleicht ein bisschen eng, ne? Oder? Wieso? Fährst eine Seite, ja okay, wenn du da mit so einem Dickschiff ankommst, dann könnte es vielleicht in der Kurve ein bisschen kritisch werden, aber ja, können doch alle fahren, oder nicht? Ja, genau. Oder? Verwalter.
Danke schön. Ja, super mega. Das ist ein Hammer, das Ding. Auf 3 Etagen. So eine Aquädukt. Danke. Wer hat das gebaut? Die Franzosen. Die Römer. Die Römer haben es gebaut. Die französischen Römer. Die waren da ja für, das ist ja hier in Frankreich diese Aquädukte, ne? Montpellier, da ist ja auch das große Aquädukt. Ja, und in der Stadt da. Das und Ding. Ja, Fontaine de Vaucluse. Da war ich schon kleineres. Mal. Da war ich schon mal. Was erinnert ihr euch sogar? Ich mach mal einen Link. Ah, war stark. Also, boah. Der Weg hierhin vom Platz Kuma. Aus. Kuma. Der Weg vom Platz aus hier, ganz einfach, ne? Super. Fahrradweg, gut zu fahren. Man muss ein bisschen drauf achten, weil manchmal dann führt der Fahrradweg einen so ein bisschen in den quer durch. Also, Nee, immer geradeaus, passt schon. Aber sehr schön zu fahren. Hab da gesehen, wunderbar. Ich bin da schon reingeballert. Mega. Und da kann man jetzt auch, da sieht man Menschen drüber, ne? Laufen, ja. Genau, da können wir rüber auf die andere Seite und dann geht's weiter. Nachher gleich irgendwann. Scheiß, ne? Aber das haben die schon gebaut, wie die Bekloppten hier, ne? Mhm. So, und die haben auch diese Vorsprünge, diese Steine, die da mal rauskommen, die haben da auch was zu sagen. Behaupte ich jetzt mal, weil die bauen nichts, was überflüssig ist, oder? Arbeitszeit. Was heißt Arbeitszeit, ja, aber körperlich? Aber ich denke mal, schön soll es trotzdem aussehen, ne? Meinst du, die haben Wert drauf gelegt, dass es auch schön aussieht? Ja, kann ich mir vorstellen. Die römischen HT-Rohre. Vom Blick her brauchen wir, glaube ich, nichts mehr sagen. Ne? Mega. Sorry, Leute, aber wo bist du da? Ich kann mich nicht satt sehen. Das ist ein Ort, da kommst du ganz schlecht von weg hier, ne? Oder? Ja. Ich kann mich nicht satt sehen. Irre. Ich zeige euch mal die Steine, wie sie die hier. Hier unten steht auch noch immer was drin. Und dann haben sie hier so einen Verbund gebaut. Sieht man das? Und da drin waren Löcher. Und dann kommt der nächste. Irre. So, wir lösen uns jetzt hier mal von diesem Ort. Christine guckt gerade nach. Wir fahren jetzt noch mal ein bisschen in der Stadt. Wenn es da noch was gibt, mache ich die Kamera wieder an, ne? Noch ein bisschen einkaufen. Ja, ich möchte auch noch die Altstadt, die Medieval. Ja. Okay. Ja, dann machen wir doch wieder an, wa? Könnt ihr mir vorstellen. Ja. Also, bestimmt. Bis gleich. Wir fahren jetzt da runter. Und dann bleiben wir links rheinisch. Ja, ne? So, das ist jetzt aber nicht zu empfehlen. Ah, das ist ein bisschen blöd jetzt. Obwohl, das kriegen wir da schon durch, wenn ich dir helfe. Komm, wir versuchen. Alter! Lass mal Christine vor. Ja, geht.
Ich fahre hinterher. Oder wir müssen den ganzen Weg wieder zurück. Nee, den ganzen Weg zurück machen wir garantiert nicht. Wir gehen durch das Loch da. Komm. Das ist kein Radweg, ich sag dir das. Da geht's jetzt weiter. Hoffentlich. So, die Zivilisation hat uns wieder. War das ein Ritt? Habe ich jetzt so ein Tier gefressen? Was wollte ich sagen? Ja. Jetzt wollen wir mal gucken, dass wir in die Stadt reinkommen. Aber der Radweg, Schatz, der war ja mal echt außergewöhnlich römisch. Aber ich mag das ja gut leiden, so. Bisschen Action. So, dann gucken wir mal, was in der Stadt los ist. War episch. Abenteuerlich. Ja. Ja, das ist halt eben, wenn man mit dem Navi fährt und das Navi kein richtiges Fahrradnavi ist und man da über Stock und Stein geführt wird, weil das eigentlich eher ein Wanderweg ist als ein Fahrradweg, dann wird das schon mal so ein bisschen tricky. Aber... Ja, war mega. Ich bin ja für sowas zu haben, für so eine Scheiße. Also die Tour, die solltet ihr auf jeden Fall machen. Also nicht unbedingt die Fahrradtour. Doch. Ja, man kann ja auch außenrum nachfahren. Wie langweilig ist das denn? Ja. Nein, genau die Tour. So.
ich verlinke die mal. Seht ihr gleich, wo wir gefahren sind, über Relief oder wie das Ding heißt. Nee, war mega Tour, also wirklich machbar. Und sehr beeindruckend, fand ich. Ja. Der ganze Drumherum, das ganze Gebrösel da. Nice, 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 nice. Ja. Ja, und dann sind wir angekommen, wir haben noch eingekauft beim Carrefour. Mhm. Und da kam die Blitzidee. Dass wir ja eigentlich so nichts mehr vorhatten. Und dann sind wir jetzt weitergefahren. Nach Metz. Das ist am Etang du... Schlag mich tot. Da in dieser Lagune von Sète, Metz, ja, genau. Béziers, Cap d'Agde. Und da ist auch ein Stellplatz von Campingcar, Park, Passetap. Genau, da sind wir jetzt gerade. Genau. Ganz gut gefüllt. Wir haben jetzt Mitte Februar, Ende Februar. Mhm. Gut gefüllt. Ja, ja. Der hat... Aber das ist ja auch ein Riesenvorteil, ne, von dieser Karte. Du kannst ja live sehen in der App. Jo. Die Plätze belegt und so. Das ist schon alles sehr, sehr, sehr entspannt. Ja. Naja, wir sind jetzt nochmal eine gute Stunde, Stunde 10 ungefähr, wieder Richtung Meer gefahren. Mhm. Und hier werden wir jetzt heute erstmal ablosern, ne? Ja, heute Morgen mal gucken. Ich muss erstmal in meinen. Ja, heute machen wir noch nichts mehr. Nichts mehr. Nee. Nichts mehr. Vielleicht noch ein Video schneiden. Ich muss auch erstmal jetzt mal, ich habe mir ja so ein paar Punkte rausgeschrieben, was ich da von meiner Diplomarbeit, und da muss ich jetzt erstmal durchforsten, was hier überhaupt in Metz war, weil den Platz hatte ich rausgesucht, also von daher. Aber du weißt nicht mehr warum. Ich weiß nicht mehr ganz genau warum. Ich weiß nur, ich hatte den mir markiert, so, weil irgendwann wollen wir auch nochmal zum Lac Salagou, aber ich glaube, das kommt dann eher so auf der Rückfahrt. Mal schauen. Ich weiß das nicht so genau. Vielleicht auch vorher und dann nach Port-Iranje-Plage, aber... Es bleibt spannend. Genau, wir werden sie irgendwo werden wir landen, da wo schön ist. Und hier ist eigentlich überall schön. Genau. Also dranbleiben, abonnieren nicht vergessen, Däumchen hoch, Klingel drücken und kommentieren wäre auch sehr schön. Genau. Damit wir in der Community mal wieder ein bisschen quatschen können. Ja. Ja. Weil wir haben ja auch noch einen besonderen Point of Interest, zumindest für uns. Ja. Da sagen wir aber nichts drüber. Nein. Da müsst ihr schon abonnieren. Das wird dann nichts. Nee, also ein für uns großes Highlight haben wir noch. Ja. Und da hat sich auch schwer was verändert, offensichtlich. Reden wir dann aber drüber, wenn wir da sind. Genau. So. Und jetzt? Heute? Heute passiert hier nichts mehr. Du machst jetzt wahrscheinlich ein Schläferchen, ne? Ich trinke jetzt erstmal einen Kaffee. Mein Kaffee und dann... Schönes Schäumchen von mir gebaut. Und dann hängen wir hier so ein bisschen ab und... Ja, Wetter ist ja super. Jo. Strahlender Sonnenschein, blauer Himmel, leichte Wölkchen. Ja, Wölkchen. Unterwegs hat es so ein bisschen getröpfelt. 12 Sekunden, 25 Tropfen. Nee, da waren 30 Tropfen, Schatz. 28. Na gut, 28. So, Schnäpschen haben wir auch schon weg. Den haben wir aber nicht vor der Kamera getrunken, weil sonst heißt es wieder, wir sind Alkoholiker. Hatten wir alle schon. Also, Jungs, Mädels, bleibt dran. Wir sehen uns. Morgen. Jo, oder? Bei der nächsten Tour, die wir machen. Morgen. Ja. 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 20 Kilometer bis Sète. Wollen wir morgen mit Auto fahren? So, bis später. Jo.